Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Rating Prediction. Wir sind wieder am Start mit der neunten Episode, in der ich eure Wunschspieler predikte. Und heute haben wir ja die Pace-Huren-Special-Episode quasi. Aber warum das Ganze so ist, das seht ihr, naja, in der Mitte des Videos, sage ich mal ungefähr. Denn da kommen die Spieler, um die es heute geht. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. 1000 Likes wären wieder richtig nice, bisher haben wir es immer mal geschafft. Und deswegen glaube ich auch, dass wir es heute wieder schaffen können. Schreibt mir in die Kommentare, welche Spieler ihr gerne als nächstes sehen möchtet. Auch heute war es wieder relativ schwierig, vor allem, weil die meisten Spieler, die ihr reinschreibt, oft so sind, dass ich sage, die werden bei dem gleichen Rating bleiben. Wenn ihr das trotzdem sehen wollt, dann ja, schreibt es einfach mal auch in die Kommentare rein, würde mich mal interessieren. Was gab es noch zur letzten Episode zu sagen? Ich glaube, da hatten wir nichts mehr großartig. Ach ja, nee, doch nicht, glaube ich, oder? War da irgendwas? Ich glaube nicht. Gut, dann können wir auch direkt durchstarten mit dem ersten Spieler für diese Episode. Der ist so gesehen keine richtige Pace-Hure, allerdings hat er Pace-Huren-Tendenzen, denn er wird immer schneller und er ist auch wirklich ein sehr, sehr schneller Spieler und wird dementsprechend Pace-Upgrade bekommen, und zwar ist das Juan Bernat vom FC Bayern München. 84 Tempo dieses Jahr, nächstes Jahr 86 Tempo, 83 Dribbling, 78 Defending, 72 Physics und 75 Passen, plus 3 Passen, plus 1 Defending, plus 3 Dribbling, plus 2 Physics, plus 2 Shooting und plus 3 Overall Rating. Ich denke mal, das wäre verdient. Er hat eine sehr starke Saison gespielt, er hat gezeigt, dass er sich entwickeln wird und einer der besten Linksverteidiger aller Zeiten werden wird, eventuell. Beziehungsweise sagen wir nicht aller Zeiten, sondern sagen wir der Welt einfach mal momentan zumindest. Und ja, das ist einfach wirklich sehr beeindruckend, was der in seiner ersten Saison, nachdem er von Valencia war es, glaube ich, ne? Valencia zu Bayern gewechselt ist, schon geleistet hat, ist sehr variabel. Er kann linkes Mittelfeld spielen, er kann Linksverteidiger spielen, er ist defensiv stark, er ist offensiv stark und vor allem sein Passspiel sollte verbessert werden, denn seine Flanken und seine Passgenauigkeit an sich sind wirklich sehr, sehr stark. Deswegen die 75 da, 83 Dribbling, weil er einfach dribbelstark ist. Der kann einfach alles. Der ist halt offensiv stark, defensiv stark. Ein richtig, richtig interessanter und richtig starker Spieler. Freue ich mich drauf, den nächstes Jahr wieder mal ja, zu spielen. Und denn wir haben dann wieder mal einen richtigen Linksverteidiger neben Alaba und irgendwen hatten wir dann noch. Ich habe vergessen, wer es war. Irgendwen hatten wir da noch. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das so eine ziemlich nice Karte, auf die wir uns nächstes Jahr freuen dürfen. Der zweite Spieler für diese Episode kommt aus der Premier League und heißt Nathair Chadli. Ist eventuell, zumindest meiner Meinung nach, ein bisschen unterbewertet dieses Jahr und allgemein auch in FIFA. Hat ein 77er Rating. Ich denke mal, 79 wäre auch für ihn angemessen. 80 Tempo, 81 Dribbling, 76 Shooting und 77 Passen. Dazu 79 Physics. Immer wenn ich den spielen sehe, spielt der richtig, richtig gut. Der ist so ein bisschen im Schatten von Eriksen natürlich, aber trotzdem ein richtig geiler Spieler an sich. Ist torgefährlich. Hat einen guten Pass, eine gute Übersicht, ist schnell, ist körperstark, hat ein gutes Dribbling, also eine gute Ballkontrolle. Der sollte auf jeden Fall ein bisschen mehr Anerkennung bekommen, meiner Meinung nach. Ist ein richtig geiler Spieler, mag ich extrem gerne, deswegen auch die 79 auf der Karte. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, natürlich auch zu Bernat. Schuh vor allem, nicht zu, nein, Schuh. Schuh Bernat. Und ja, Chadli auf jeden Fall eine sehr nice Karte. Leider Gottes wahrscheinlich wieder 3 Sterne Skills, aber dafür ist der halt kopfballstark bis zum Gehtnicht mehr. Ist, glaube ich, ein 86 groß oder sowas. Und von daher ein bisschen ähnlich zu Arnautovic, meiner Meinung nach. Abgesehen von den Forster Skills haben wir da wieder eine sehr nice Karte nächstes Jahr. Ich mochte den auch dieses Jahr im Karrieremodus sehr gerne und ich denke mal auch nächstes Jahr in Ultimate Team könnte der, wenn EA denn seine Werte ein bisschen erhöht, eine ziemlich starke Karte werden. Jetzt kommen wir zu den Pace-Huren und wir starten durch mit dem ersten und alle sind aus der Serie A. Nee, 3 nur. Und zwar Seydou Doumbia ist der erste davon. Ist von Moskau zu Rom gewechselt, hat bei Rom, ja, genauso gespielt, wie ich es erwartet habe, und zwar gar nicht gut. Er ist einfach kein unfassbar guter Stürmer, meiner Meinung nach zumindest, und dementsprechend kriegt er auch ein Downgrade von 82 auf 80, 93 Tempo bleibt, er ist nämlich schnell, aber ansonsten gehen die Werte runter, minus 3 Shooting, minus 3 Passen, minus 1 Physics und minus 2 Dribbling. Er ist halt einfach nicht diese Weltklasse, die er in FIFA ausstrahlt, in Realität. In FIFA ist er natürlich aufgrund seines Tempos, aufgrund seiner Schusskraft und so weiter und so fort sehr, sehr stark. Dazu die Forster-Skills, das läuft alles. Aber in Realität dann, da brauchst du mehr. Und er hat bei Rom nicht gezeigt, dass er das hat. In der russischen Liga ist das Ganze noch ein bisschen einfacher. Die ist nicht so gut wie die italienische, die ist ein bisschen drunter. Und als er in die italienische Liga gekommen ist, da war das schon ein bisschen kritischer. Und das habe ich ja auch erwartet, habe ich glaube ich irgendwann mal gesagt. Also Doumbia wird nächstes Jahr wieder eine overpowerte Karte sein. Aber er ist halt nicht so gut, wie er gemacht wurde in FIFA 15 und ich denke mal, das würde ich auch realisieren und deswegen eine 80er Karte in FIFA 16, sieht aber natürlich trotzdem noch bombenstark aus, von daher kann man sich da nicht sonderlich drüber beschweren. Der nächste ist dann auch von Rom, ist wieder eine Pace-Hure und das wird euer Lieblingsspieler werden, das ist nämlich Victor Ibabo, also zumindest der Lieblingsspieler dieser Episode, weil ich weiß ja, wie ihr den liebt. Grüße an FIFA Goals United an dieser Stelle, denn ihr habt diesen Hype ausgelöst. 91 Tempo, 81 Dribbling, 72 Shooting, 70 Passen, minus 2 Shooting, plus 1 Passen dafür und 79 Physics bleibt, das Tempo bleibt auch und ein Dribbling runter, dazu aber 2 Ratings. Warum die 2 Ratings, auch wenn sie sich jetzt nicht wirklich verschlechtert haben, ganz einfach, er wird Flügelspieler sein, er wird auch zurück zu Cagliari gehen, glaube ich zumindest, beziehungsweise Cagliari ist abgestiegen, das wäre, oder? Sind sie? Ich glaube ja, das wäre also irgendwie sinnlos, aber ich glaube nicht, dass er zu Rom geht oder bei Rom bleibt, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall hat er bei Rom, naja, es geht, gespielt, besser als ich es erwartet hätte, aber das heißt auch nichts, weil ich absolut nichts erwartet habe,
Trotzdem geht das Rating runter, das liegt daran, dass er kein Flügelspieler ist. Seine Werte sind eher für einen Stürmer ausgelegt, beziehungsweise auch vom Passen her ist der einfach, der kann laufen und der kann ein bisschen dribbeln, der hat einen guten Körper, aber sonst kann der halt wirklich nichts. Dementsprechend das 76er Rating als Flügelspieler wäre auch angemessen. Ich könnte mir auch 77 vorstellen, vielleicht bleibt er auch 78. Ich hoffe, dass es 76 wird, weil ich hoffe, dass nächstes Jahr die Ratings ein bisschen mehr über die Spieler aussagen. Naja, müssen wir mal schauen, aber Ibarbo auf jeden Fall trotzdem noch eine overpowerte Karte, vielleicht wieder mit Forstar-Skills. Wir werden sehen, wir kommen zur nächsten Pace-Huro und die ist wirklich gut in Realität. Die heißt nämlich Lucas Moura. Ich denke mal, viele von euch kennen ihn. Er war das Megatalent in FIFA 12, in FIFA 13 und ist dann zu PSG gegangen und hat sich da ja durchgesetzt, würde ich mal sagen. Hat ein 83er Rating bekommen dieses Jahr. Ich glaube, das zweite Mal ist ein Upgrade. Und ich denke mal, dass er auf diesem 83er Rating bleiben wird, wenn nicht sogar auf 84 gehen wird. Plus ein Shooting habe ich ihm gegeben, plus ein Dribbling und plus zwei Passen. Das liegt daran, dass Lucas meiner Meinung nach ein ziemlich unterbewerteter Spieler ist, was diese Stats angeht, das passend vor allem. Der hat einen unfassbar ja, guten Job gemacht diese Saison, damit Cavani zu beliefern und auch Ibrahimovic zu beliefern. Das hat er wirklich gut gemacht. Der ist so ein bisschen der, ja, Pastore ist ja schon einer, der unterm Radar hindurchfliegt meistens. Ist mittlerweile ein bisschen mehr geschätzt, aber Lucas gehört da auch für mich zu. Er hätte vielleicht auch ein 84er Rating verdient, da müssen wir mal schauen, was sich da entwickelt. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Spieler und ich glaube, sein richtig großer Durchbruch, erst 22 oder 21, also sein richtig krasser Durchbruch, der wird noch kommen. Und ähnlich ist das bei einem Spieler, den wir jetzt gleich hier haben, und zwar Mohamed Salah. Kam ja von Basel, glaube ich, zu Chelsea. Hat bei Chelsea dann nicht gespielt, hat den ja quasi schlechtesten Schuss der Saison abgelassen, irgendwie in Seitenaus bei weitem. Denke mal, ihr kennt diesen Clip alle. Hat sich dann aber zu einer Laie bewogen, zu Fiorentina und hat da richtig, richtig geil gespielt. Da hat man aber den Qualitätsunterschied gesehen zwischen der Serie A und der Premier League. Hat aber auch in der Europa League gut gespielt und dementsprechend denke ich, ein 78er Rating wäre angemessen. Er hat den Head-to-Head 77, 78 könnte ich mir aber auch vorstellen, 94 Tempo, 85 Dribbling, 71 passen und 71 Shooting und 73 passen. Das Shooting-Upgrade ist da bemerkenswert, aber er hat eigentlich einen richtig guten Schuss. Seine Schusskraft ist auch viel höher, als man die in FIFA hat. Und allgemein sein Abschluss und so weiter und so fort, das ist in Realität alles deutlich besser, als es in FIFA dargestellt wird. 73 passen noch dazu, 65 Physik. Wir hätten eine richtig geile Karte, vielleicht mit 5-Star-Skills, hätte er auf jeden Fall auch verdient, denn er ist halt ein kleiner Skiller. Und den in der Premier League eventuell zu haben, weil er geht ja, glaube ich, zurück. Ich weiß nicht, ob Fiorentina eine Kaufoption haben, beziehungsweise ob er schon da bleibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, schreibt es mir in die Kommentare. Allgemein könnt ihr mir eure Meinung zu Ibarbo, Lucas und Salah in die Kommentare schreiben. Aber es sieht auf jeden Fall nach einer ziemlich geilen Karte aus bei Chelsea und da können wir uns auf jeden Fall genauso drauf freuen wie auf die letzte Karte für diese Episode und hier Grüße speziell an den Hansus. Es geht nämlich um Jan Sommer. Der hat ein 82er Rating von mir bekommen für die nächste Saison. 85 Hechten, 87 Reflexe, 78 Ballsicherheit und 79 Positioning. Im Vergleich zu seiner alten Karte mit 79er Rating und ein bisschen schlechteren Stats ist das nochmal ein deutliches Upgrade und das liegt daran, dass er eine perverse Saison gespielt hat. Er hat in Head-to-Head ein 81er Rating, glaube ich, gerade, oder sogar ein 82er Rating. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er nächste Saison ein 83er Rating bekommt, aber 82 wäre eher so das, was ich mir vorstellen könnte, denn der ist einfach richtig, richtig stark. Der hat bei Gladbach eine Bombensaison gespielt. Der war meiner Meinung nach der beste Keeper dieses Jahr und dementsprechend sollte das auch gewürdigt werden mit einer 82er Karte. Natürlich würde er nicht ansatzweise ans Rating von Neuer rankommen, wahrscheinlich auch nicht an das von Leno, denn Leno wird, glaube ich, 84, vielleicht auch 83, vielleicht auch 82, vielleicht bleibt er auf dem gleichen Level wie Sommer, weil die sind auf dem gleichen Level, auch wenn EA das eventuell ein bisschen anders sieht, aber Sommer hat eine mega Saison gespielt, hat sich richtig gut verkauft und ich denke mal, gerade weil Gladbach in die Champions League gekommen ist und nächstes Jahr Champions League spielen wird, genauso wie er dementsprechend auch, wird er sich noch weiterentwickeln, wird immer stärker werden und wird eventuell zu einem der besten Keeper der Bundesliga werden, was er ja momentan eigentlich auch schon ist, aber vielleicht auch zum Besten neben Neuer, wer weiß, wozu der noch so mutieren wird. Wie gesagt, Grüße an den Hansus, Sommer wird auf jeden Fall nächstes Jahr eine geile Karte werden, könnt ihr mir vorstellen, eine geile Saison spielen für Borussia Mönchengladbach. Das war's von dieser Episode, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, genießt das Wetter, es ist richtig geil momentan. Ich werde jetzt auch gleich noch richtig schön schwimmen gehen und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, haut rein und ciao.